Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Hier lädt der Sonnenstrom mein Auto voll und so habe ich das am liebsten. Aber manchmal gehe ich auch an den Supercharger und dank des Referral-Programms von Tesla konnte ich das in den letzten 3 Jahren umsonst tun. Aber jetzt sollen Ende April die letzten 153.000 Kilometer, die mir eigentlich durch Referrals zustehen, gelöscht werden. Ist das ein Luxusproblem? Können die das einfach machen? Was sagt Uwe Kröger dazu, der Top-Referrer in Deutschland? Und wie sieht die juristische Seite von diesem Thema aus? Dazu habe ich Jeremy Gärtner von der Kanzlei WBS gefragt und all das seht ihr in diesem Video. Wie ihr vermutlich wisst, habe ich mir im Juni 2019 dieses schöne Auto gekauft. Und es gab damals dieses Referral-Programm, nachdem jeder, der über meinen Code auch ein Tesla-Automobil erwirbt, selbst 1500 Freikilometer am Supercharger bekommt und ich ebenfalls. Die sind jeweils für 6 Monate gültig, aber sie wurden immer verlängert, wenn ein weiterer Tesla-Käufer mit meinem Referral-Code einen Tesla erworben hat. Insgesamt waren das bei mir 115 Leute und damit bin ich in der deutschen Rangliste tatsächlich auf Platz 9 gelandet. Der letzte davon war am 13. September 2021 und damit hatte ich 175.000 Kilometer sozusagen verdient durch die Referrals. Davon sind Stand heute noch 156.000 Kilometer übrig, aber dann hat im September 2021 Tesla dieses Referral-Programm gestoppt und damit steht jetzt in meiner Lootbox erlischt am 30. April 2023. Jetzt gibt es dazu natürlich verschiedene Betrachtungsweisen. Man kann sagen, ich bin sowieso reich genug, wenn ich mir so ein Auto leisten kann. Das ist sowieso unfair, weil du hast ja eine hohe Reichweite mit deinem YouTube-Kanal und deswegen hast du so viele Referrals. Das ist ja gemein, das kann ja gar nicht jeder. Der Nächste sagt wahrscheinlich, ja, hättest ja keinen Tesla kaufen sollen. Dann gibt es wahrscheinlich noch einige, die sagen, naja, das war ja ein freiwilliges Geschenk, auf das du sowieso kein Recht hast. Insofern ist doch ganz normal, dann ist es halt so wie gewonnen, so zerronnen. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich habe dieses Auto, das gefällt mir wirklich sehr gut. Auch nach beinahe 4 Jahren empfehle ich das Auto noch immer gerne weiter. Deswegen auch sind viele Leute über den Referral Code zu einem Tesla gekommen. Jetzt so eine Freundschaftswerbung, nenne ich das jetzt mal, mit 1500 Kilometern am Supercharger, wenn man das mal so mit 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer hochrechnet, dann entspricht das je nachdem, zu welchem Strompreis das war, so ungefähr 90 bis maximal 200 Euro pro Werbung. Und das für ein Produkt, was, naja, 45, 50, 55.000 Euro wert ist. Mal zum Vergleich, wenn du eine Freundschaftswerbung für die Süddeutsche Zeitung machst, dass man die 24 Monate liest, dann bekommst du auch 300 Euro. Und für ein Sky-Abonnement 70 Euro. Also im Verhältnis zum Produktpreis ist das doch eigentlich nicht unangemessen. Und der Knackpunkt ist für mich eigentlich diese Klausel mit dem Verfall, dass man also sagt, die verfallen nach einer bestimmten Zeit, außer wenn du weitere Referrals einsammelst, weil damit hat Tesla natürlich den Hebel in der eigenen Hand. Und in dem Moment, wo sie das Programm aussetzen, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, meine Kilometer zu verlängern. Das finde ich nicht so fair. Und am Schluss stehen jetzt sozusagen auf meinem Konto Freikilometer, wenn man das umrechnen würde, im Wert von 20.000 Euro. Das ist also auch nicht eine Bagatelle, sondern für mich ist es schon eine ganze Menge, ja, dass ich dann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch verfahren könnte. Ja, und ich habe hier den Uwe Kröger, den alle natürlich kennen. Moin, ich bin Uwe von T&T E-Mobility und vom eCanball, genau. Und du bist außerdem auf der Top-Referral-Liste von Tesla, wenn ich das richtig sehe, Platz 1, ne? In Deutschland bin ich Platz 1, genau, und weltweit Platz 8. Boah, okay. Und wie viele Freikilometer hast du jetzt noch? 839.500 etwas. Und was ist mit denen? Gehen die dir jetzt auch verloren? Ja, am 23.10.23, also in ein paar Monaten verfallen die. Ich meine, 800.000 Kilometer sind natürlich auch eine Menge, die kann man ja wahrscheinlich gar nicht verfahren. Aber trotzdem, wie findest du das, dass die jetzt verfallen? Ja, finde ich natürlich schade. Ich habe sie ja schon längere Zeit. Ich hätte ja in der Zeit, wo ich sie habe, auch viel Tesla fahren können. Aber ich bin ja nun seit Jahren Porsche Taycan-Fahrer, ja, und habe erst jetzt wieder ein Tesla Model X gekauft. Ah. Um auch jetzt im Sommer einige Reisen zu unternehmen mit einem Model X Performance. Und dann können wir auch wieder die aktuellen Kilometer so ein bisschen noch schmelzen lassen. Aber es wird ja eine Menge flöten gehen. Also ist natürlich schade. Ich hätte es gern verschenkt, ja, oder sonst irgendwas damit gemacht. Aber es ist halt das alte Referral-Programm und ich nehme es so hin, wie es ist. Mhm. Ich kann es ja eh nicht ändern.
Okay. Also du sagst, du nimmst es so hin, wie es ist. Hast du überhaupt verstanden, wie das funktioniert? Meine enden zum irgendwas 20. April, deine zu einem anderen Zeitpunkt. Hast du verstanden, warum das so ist? Als das Programm eingestellt wurde, war mir klar, dass es irgendwann vorbei ist. Ich habe sie ja sozusagen in Anführungsstrichen geschenkt bekommen. War eine Zeit lang schön, dass ich das nutzen konnte. Also ich bin damit eigentlich zufrieden. Ja, jetzt gibt es ja diese neue Lootbox, wo man jetzt neue Punkte sammeln kann. Leider kann man damit nicht mehr die alten Kilometer verlängern. Aber was hältst du davon, von der neuen Möglichkeit? Ja, super, ne? Was natürlich jetzt schön ist, über diese neuen Punkte, die du sammeln kannst, kannst du dir Sachen aussuchen, ne? Ob es nur Klamotten sind oder irgendwelches Zeugs, alles, was Tesla da so anbietet, kannst du dir auswählen. Das finde ich natürlich super. Was natürlich anders ist beim neuen Referral-Code-Programm, dass man es eben nicht öffentlich machen kann. Man darf das nur privat verteilen und unter Freunden. Wenn du es öffentlich machst, öffentlich veröffentlichst und damit Werbung machst, dann streichen sie dich aus dem Programm. Was okay ist, ich weiß nicht genau den Grund, der dahinter ist. Aber der Grund ist klar, nämlich genau das, was wir jetzt hier besprechen, dass die YouTuber nicht hinterher plötzlich mit 800.000 Kilometern dastehen oder sich irgendwie ihr Dach kostenlos bepflastern lassen. Das wollen sie nicht. Das meinen sie damit nicht. Finde ich so mittel, weil natürlich eigentlich der Einfluss von diesen YouTube-Videos, die du gemacht hast, die dann ab einem bestimmten Punkt auch ich gemacht habe, wahrscheinlich schon erheblich dazu beigetragen haben, dass Tesla dann am Schluss so erfolgreich war. Ja, also du guck mal, wenn du mal rechnest, ich habe über 800 Referrals, rechnen wir mal nur mal einen Model 3-Preis von 50.000, 800 mal 50.000, das ist eine Menge Geld. Die Menschen, die meinen Referral-Code genommen haben, Tesla eingespielt haben, da sind natürlich im Grunde alle dankbar. Ich, der Referral-Codenehmer und auch Tesla. Aber normalerweise könnte man da natürlich gerade bei diesen Top-Referral-Fritzen, nenne ich sie mal, noch ein bisschen mehr machen. Aber ich bin zufrieden. Tatsächlich ist es ja so, es gab ja auch eine Zeit lang so ein kleines Programmfenster, wo man sich einen Roadster hat erarbeiten können, wenn man 51 Referral hat und wenn man 102 hat, kriegt man zwei Roadster. Die sind tatsächlich auch auf meinem Account zu sehen. Es kann also auch sein, dass die dann auch irgendwann kommen und so ein Stück kostet halt 250.000. Das sind 500.000 Euro. Da bin ich natürlich mega dankbar. Deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Das ist natürlich auch ein Argument, da hast du natürlich recht. Okay. Ja. Also gut, wenn der Top-Referrer von Deutschland es so entspannt sieht, sollte ich mich wahrscheinlich auch entspannen. Und du bist jetzt voll in Vorbereitung für den E-Cannonball, oder? Ja, wir haben soweit alles in Tüchern, müssen jetzt nochmal die Strecke abfahren. Das machen wir jetzt im Mitte April, fahren wir da mal hin. Das wird ja in Bayern und Österreich sein und suchen uns da mal ein paar schöne Punkte. Wir haben schon eine super Strecke ausgearbeitet, die hochinteressant ist. Das, was eigentlich die E-Cannonballer seit den letzten 6 Jahren immer gewünscht haben. Wir wollen nochmal Berge und Kämme und Pässe fahren und das machen wir auch. Und mehr kann ich noch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall der beste E-Cannonball ever, ever, Everest. Okay, super cool. Ich packe natürlich deinen Kanal und auch eCannonball in die Beschreibung und verlinke ihn euch hier oben. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Uwe, und Grüße nach Lübeck. Alles klar, danke dir. Ciao. So, jetzt habe ich gedacht, bevor ich hier traurig bin oder unglücklich oder wütend oder was auch immer, frage ich einfach mal einen Juristen. Und da ich den Christian Solmecke von der Kanzlei WBS kenne, hat mir freundlicherweise Jeremy Gärtner von dieser Kanzlei meine Fragen im kurzen Interview beantwortet. Hallo Jeremy, mich würde mal interessieren, wie rechtsverbindlich sind eigentlich solche Freundschaftswerbungsbedingungen überhaupt? Also ich meine, Tesla zum Beispiel, muss Tesla nachweisen, dass sie tatsächlich einen Roadster verlost haben, wie sie es versprochen haben. Solche Freundschaftswerbungsbedingungen bzw. das Angebot, ein Gewinnspiel zu veranstalten, sind durchaus rechtsverbindlich. Ein Gewinnspiel zu versprechen, ohne es letztlich tatsächlich stattfinden zu lassen, ist nach dem Wettbewerbsrecht explizit verboten. Das steht auf der sogenannten schwarzen Liste des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Wer dagegen verstößt, dem droht eine teure Abmahnung von Wettbewerbs- bzw. Verbraucherverbänden oder Konkurrenten. Gegen eine Abmahnung bzw. im Rahmen eines Gerichtsverfahrens könnte sich Tesla nur verteidigen, wenn sie nachweisen, dass sie den Roadster auch tatsächlich verlost haben. Dann ist es ja so, dass Tesla praktisch selbst durch das Aussetzen dieses Referral-Programms mir diesen Hebel genommen hat, meine Kilometer immer wieder weiter zu verlängern. Dürfen die das überhaupt? Ist das fair? Tesla durfte meiner Meinung nach die zunächst unbegrenzte Möglichkeit der Verlängerung der kostenfreien Kilometer aussetzen. Schließlich hatte sich Tesla bereits in den ursprünglichen AGB-Änderungen vorbehalten. Meiner Auffassung nach wurde die Klausel auch rechtmäßig eingebunden. Denn der Änderungsvorbehalt durch Tesla dürfte zum einen nicht überraschend gewesen sein, schließlich wurden die Bonusprogramme davor auch schon öfters geändert.
Zum anderen dürfte dies die Kunden auch nicht unangemessen benachteiligen, da diese die Vorteile nicht sofort nach Einstellung des Programms entzogen wurde, sondern erst nach Ablauf der ursprünglich versprochenen Frist. Diese Frist konnte nun eben nur nicht mehr weiter verlängert werden. Dann ist ja so, Tesla hat ja diese Bedingungen geändert während sozusagen der Laufzeit. Was gilt denn eigentlich der Zeitpunkt, an dem ich diesen Referral Code erstellt habe und in das Programm eingestiegen bin? Oder gilt dann das, was die jeweils gerade immer beschließen? Oder ist es sowieso egal, weil es ist eine amerikanische Firma und da gilt das deutsche Recht sowieso nicht? Grundsätzlich gelten die Bedingungen des Zeitpunktes, in dem man sich zum Bonusprogramm anmeldet. Das wird wohl hier die Erstellung des Codes gewesen sein. Wie aber gerade ausgeführt, durfte sich Tesla Änderungen der Bedingungen vorbehalten und dies auch durchführen. Hier dürfte daher wohl die angepasste AGB gelten. Das Ganze dürfte sich zudem nach deutschem Recht richten. Das zeigt sich unter anderem darin, dass deutsche Kunden angesprochen werden und die AGB in deutscher Sprache verfasst sind. Jetzt hat ja Tesla wieder ein neues System eingeführt, diese Lootbox. Aber die Punkte, die man dort erwirbt, die können eben nicht eingesetzt werden, um die alten Kilometer wieder zu verlängern. Ist das denn überhaupt rechtens? Ja, es ist rechtens, wieder ein neues Bonusprogramm einzuführen, das aber nicht an das vorherige Programm anschließt. Hier kann sich Tesla nämlich auf seine Vertragsfreiheit berufen. Schließlich hat Tesla sich das Programm selbst ausgedacht und kann es auch den eigenen Vorstellungen gemäß gestalten. Die wenigen gesetzlichen Grenzen bei der Gestaltung von solchen AGB werden in diesem Fall nicht verletzt. Okay, lieber Jeremy, vielen Dank für die Antworten. Ist zwar nicht das, was ich hören wollte, aber gut. Dann habe ich doch mal einen Juristen gefragt und eine gute Antwort bekommen. Vielen Dank und Grüße noch an Christian Säumecke. Ciao. Tja gut, also die juristische Seite scheint einigermaßen klar zu sein. Der Ove sieht's gelassen. Nun gut, dann werde ich auch nicht mehr länger grollen und werde halt Ende diesen Monats Freikilometer im Wert von 20.000 Euro verlieren. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe natürlich auch gerne lange Fahrten gemacht. Ich habe viel getestet. Ich habe Langzeittests gemacht, auch mit dem Model 3, was ich sonst vielleicht nicht in dieser Form gemacht hätte, weil es natürlich für mich diesen Bonus gab, dass ich umsonst laden konnte. Eine Sache hat sich auch noch geändert mit der neuen Lootbox, nämlich man darf den Referral Code nicht mehr veröffentlichen, sonst wird man von dem Programm ausgeschlossen. Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn der ein oder andere von euch einen Tesla kauft, wenn er meinen Referral Code benutzen möchte, dann schreibt mich doch einfach an, tobias@dieserdad.de. Und dann kann ich ja meinen Freunden sozusagen auch dann persönlich den Referral Code mitteilen. Ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend wie ich. Like dieses Video, abonniert meinen Kanal und kommentiert unten fleißig, wie ihr das Ganze seht. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.